Wieso schaust du den Stream, wenn ich nur hier bin? Ah! Ich weiß auch nicht, aber es passiert da nichts, glaube ich. Lecker, er hat dich einfach ausgesperrt, tut mir leid. Komm her. Den Hund brauche ich. Hund, komm raus. Okay. Ich glaube, ich bin online. Und ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt und ob ihr die Musik hören könnt. Wir spielen das alte Spiel. Irgendwann wird das auch langweilig, aber noch finde ich es lustig. Hallo, ihr Verrückten. Hallo, Muscari. Halli, hallo, Flauschi Taschenfuchsi. Hallo, Bex. Hallo, Yoshi. Hallo, Onkel Brody. Hallo, Kitsuna. Hallo, Agni. Hallo, Kapi. Hallo, alle zusammen. Alle drei Leute sind wie immer da. Was hat Archi hier unten angestellt? Ich muss ganz kurz ausmachen. Ach, Archi, was ist das? So, okay, jetzt ist alles richtig. Gut, okay, es funktioniert alles. Die Musik könnte leiser sein. Mache ich euch leiser. Ich finde sie auch zu laut. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Ganz easy peasy, es ist super schöner Herbst heute. Ich hoffe, bei euch ist das auch so schön und ihr habt auch so viel Spaß mit dem Herbst, dass es regnet und stürmt und grau ist und man fängt an, sich seine Kuschelsocken aus dem Schrank zu holen. Und ich habe auch schon einen kuscheligen Pullover an, der mir bis in die Kniekehle geht. Oh, ich liebe sowas. Ja. Ich habe vor mir einen Glühwein, den ersten in diesem Herbst. Ich sage nicht den ersten dieses Jahr, sondern den ersten diesen Herbst. Und das ist total schön. Und ja, ich zelebriere den Herbst heute richtig. Mit Schnupfen und ja, kuscheliger Pullover. Ich sehe gerade, ich habe noch was vergessen einzustellen. Ach Leute, es ist heute alles, es ist heute der Wurm drin. So. Wir haben eben noch die Monsters geguckt. Kennt ihr das? Das ist eine sehr coole Serie. Aus alten Zeiten, in denen die Serie noch schwarz-weiß waren. Und ich habe das als Kind total gern geguckt und habe mich sehr gefreut, als auf Amazon irgendwann das Angebot kam, als so ein Black Friday war oder so. Da war das extrem reduziert und wir haben es bestellt und ich habe mich sehr darauf gefreut. Und dann haben wir jetzt dieses Wochenende endlich mal Zeit gehabt, um es uns anzugucken. Oh Gott, und der Humor ist so low. Es ist so schlecht, aber irgendwie schön. Ja, wir gucken es gerne. Okay. Der Klassiker oder die Neuauflage aus den 80ern? Ich weiß es gar nicht. Das muss Archie dir jetzt sagen. Aber ich glaube, es ist die Neuauflage aus den 80ern. Wobei ich sagen muss, die Addams Family, und zwar richtig die Originalserie, die uralte, die ist so gut. Die gefällt mir. Die Addams Family, die haben richtig guten Humor. Aber die Monsters ist halt, ist halt nicht so gut. Okay. Wie kann ich dir noch meine fertige Geschichte schicken? Chris, das steht überall unter jedem Command. Command deine Geschichte. Oder schau mal jetzt runter, wo steht im Fließtext Katis Albentagebuch, Episode 30, deine Geschichte. Da steht gleich auch ein Link. Oder du scrollst noch weiter runter, unter dem Video steht deine Geschichte. Da kannst du es mir also auch hinschicken. Hier, ich kann mich selbst hören durch die Tür durch. Okay. Gut. So. Ja, okay. Wir haben ein paar Zuschauer da. Wir machen heute Folgendes. Heute lese ich eure Geschichten, die ihr einfach so geschickt habt. Und das könnt ihr jederzeit, ohne dass es ein Thema gibt. Wir machen für den September erstmal keine Winter Tales mehr. Einfach aus dem Grund, weil immer die gleichen geschrieben haben. Und ich weiß nicht, ob es am Thema lag oder an der Hitze. Deswegen dachte ich, wir setzen das erstmal aus und dann entsteht so ganz viel Druck auf dem Füller, der dann runtergeschrieben werden muss. Oh Gott, das ist so schlecht. Gut. Dann wollen wir heute mal lesen. Ja, ansonsten, dieses Wochenende haben wir sehr wenig gelebt.
Oh, ich sehe gerade noch was. Ja, Mist. Falls Archie noch da ist. Archie, falls du noch da bist, komm mal schnell. Ich habe vergessen, das Video für heute noch richtig einzustellen. Heute kommt Endtime, das kann ich euch mal sagen. Und heute kommt der erste Teil, am Mittwoch kommt der zweite. Er sollte gestern schon kommen. Und als ein einziger Teil und nicht als geteilter Teil. Aber es ging nicht anders. Es ist so viel Aufwand. Endtime ist jedes Mal so viel. So viele Sprecher, so viele Dialoge und das ist immer so ein heftiger, schneller Schlagabtausch. So viele Effekte. Schon gut, ich hab's gelöst. Aber danke. Wir gucken die Monsters aus den 60er Jahren. Aus den 60ern. Das Copyright sagt zumindest 64, 65, also. Okay. Und ja. Sonst so? Nichts. Ich. Wie streamt sich so? Ja, ich bin verstopft, aber sonst gut. Wie geht's den Verrückten so? Was willst du? Du hast mich hergeholt. Okay, geh schnell. Okay, so, jetzt haben wir alles. Tut mir leid, ich bin manchmal echt durcheinander. Wir haben wirklich dieses Wochenende so viel zu tun gehabt. Und das ist positiver Stress, auf den ich mich immer freue. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn Endtime rauskommt. Ich freue mich, das zu schneiden. Ich freue mich, die ganzen Effekte reinzumachen, die Musik auszuwählen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn Micha endlich weiterschreibt und ich dann auch weiß, wie es weitergeht. Ich habe da auch so meine Lieblingscharaktere und ich fieber da total mit. Nur es ist so viel Aufwand und jetzt gerade vorm Release, ich wollte halt euch allen noch einen Gefallen tun und Endtime schnell fertig machen, habe es nicht geschafft, mein Computer, der hat da auch Schwierigkeiten und deswegen gibt es heute den ersten Teil und am Mittwoch den zweiten. Aber es ist schön und es ist an einer Stelle traurig. Okay, so viel dazu. Ja, ansonsten haben wir dieses Wochenende uns viel mit Release-Vorbereitung gehabt. Der Shop, der geht jetzt in den nächsten Tagen schon online, also am Freitag soll er eigentlich online kommen, aber ich denke, er kommt vorher schon online. Da gibt es dann coole Ketten, Schlüsselanhänger und sowas und Tassen. Und ja, das Hörbuch müssen wir noch fertig machen. Das habe ich immer noch nicht gemacht, das werde ich aber morgen wahrscheinlich machen, von Koma. Und ja, mich erreichen so viele Nachrichten wegen Koma, so viele Fragen. Und das finde ich total toll, dass die Leute da auch begeistert sind. Das begeistert mich noch mehr. Okay. Bex schreibt, Endtime, wahrscheinlich mit fiesem Cliffhanger. Ja. Ja. Aber in beiden Teilen, also heute und dann am Mittwoch, gibt es auch nochmal einen fiesen Cliffhanger. Einen richtig fiesen. Der heute ist nicht ganz so fies, aber der am Mittwoch ist sehr fies. Und wir müssen halt gucken, wie schnell wir jetzt weiter vorankommen. Ach ja, und noch was, es sind noch ein paar Plätze frei, was die Weihnachtsgeschichten angeht. Habe ich es eingeblendet? Ich habe es hier. Nein, das ist es nicht. So, okay. Ihr könnt mir immer noch eine Creepypasta schicken. Es gibt nur eine Voraussetzung. Sie muss gruselig sein. Es muss eine Gruselgeschichte sein, die weihnachtlich ist. Sie kann meinetwegen auch winterlich sein, aber es ist immer besser, wenn sie weihnachtlich ist. Und ihr müsst immer von euch selber ausgehen. Was mögt ihr? Lange Geschichten. Also lange Geschichten sind natürlich lieber. Jede Geschichte, die vertont wird im Creepypasta Weihnachts-Adventskalender, da bekommt der Autor ein... Was ist das? Oh Gott, da kommt ein Weihnachtslied. Zufällig gerade. Okay, gut, geh weg. Sorry. Der bekommt ein Weihnachtspaket von mir und zwar noch vor Weihnachten. Das heißt, die an Weihnachten vorgelesen wird, da bekommt der Autor vorher schon ein tolles Geschenk von mir. Ein ganz tolles, riesiges, großes Überraschungspaket mit vielen tollen Sachen drin. Es lohnt sich also wirklich, sich hinzusetzen und gerade jetzt, wo es so schön herbstet, kann man auch das schaffen und eine weihnachtliche Gruselgeschichte schreiben. Wirklich, es ist wichtig, dass sie gruselig ist, denn der Kathi Winter-Kanal ist eigentlich immer noch ein Horror-Kanal und es wäre schön, wenn es gruselig ist. Es kann auch blutig sein, es kann auch ein bisschen Crime sein. Horror ist natürlich das Beste. Creepy König sagt, ich habe meine Weihnachtsgeschichte schon abgeliefert. So, das ist schön. Dankeschön. Archie sagt, ja, ich bekomme ein Weihnachtspaket. Archie hat auch eine geschickt. Und ich freue mich schon richtig, die Pakete loszuschicken, denn ich habe mir wirklich was ganz, ganz, ganz Tolles überlegt. Und ich habe es am Wochenende, in der letzten Woche habe ich es schon Bex erzählt,
die erste Magie des Geschenkes und das ist ganz toll. Deswegen macht das, überwindet euch oder wenn ihr sowieso was schreiben wollt oder wenn ihr schon mal was geschrieben habt oder sogar auch irgendwo im Wiki oder so veröffentlicht, schickt's mir an die E-Mail-Adresse weihnachten@katiwinter.de, damit ich euch kontaktieren kann wegen eurer Adresse, was ihr dann auch das Paket bekommt. Okay. Ist das angekommen? Gut. Betty sagt, ich versuch's auch nochmal. Das freut mich. Macht das ruhig. Und zwar in den nächsten 2-3 Wochen noch. Ich fange jetzt an mit der Weihnachtsvorbereitung, damit ich dieses Weihnachten noch erlebe. Denn die Musik wird so dramatisch. Ich kämpfe wirklich noch mit dem Burnout, welches nie ganz wegging und es ist schlimm, aber das ist ein anderes Kapitel. Und gut, heute wollen wir erstmal eure Geschichten lesen. Und der Stream wird heute, ich hoffe, recht lang. Wir haben heute 3 Geschichten, damit wir uns nicht überarbeiten. Okay. Mina Meer sagt, ich möchte wohl auch endlich mal wieder was schreiben. Ich schreibe nur fachbezogenen Kram. Heute ist es sehr sonnig und warm, aber es soll schlechter werden. Bei dir ist es warm? Hier ist wirklich absolutes Depressionswetter. Es ist kalt, es ist windig. Es regnet, jetzt gerade nicht, aber es regnet den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und es ist total gemütlich. Ich finde das toll. Ich habe schon Glühwein. Okay. Wilde Katze hat gesagt, ich habe auch eine klitzekleine Geschichte abgegeben. Das freut mich. Also macht das ruhig, schickt ruhig mehrere. Wir überlegen uns was, wenn mehrere vertont werden vom gleichen Autor, was wir da machen. Aber ja. Okay, und nochmal so ganz kurz. Vielleicht habt ihr es auf Twitter und Instagram schon gesehen. Es gibt noch ein Gewinnspiel in dem Sinne. Das geht bis Donnerstag, was Voyeur angeht und Koma. Ich habe es wahrscheinlich schon angekündigt, schon 1000 Mal, aber ich sage es nochmal. Macht ein Fanart, irgendwas zu Voyeur, ein Bild, ein Foto, bastelt etwas. Macht ein Foto und postet es unter dem Hashtag Komajeur. Das steht überall jetzt. Dann könnt ihr nämlich vielleicht sogar das Super Pupa XXL Hardcore Fanpaket gewinnen, wo Koma und Voyeur drin sind. Okay. Das wird Freitag dann. Freitag wird das bekannt gegeben. Gut. Mina Meer sagt, da muss ich nächste Woche wohl Lebkuchen, Glühwein und Panzertape kaufen. Ja, ganz genau. Ganz genau. Das ist, die Kassiererin wird seltsam gucken. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir lesen? Mina Meer fragt, posten auf Instagram oder auf Facebook? Mach, wo du willst. Du kannst Instagram, Facebook und Twitter nehmen. Das kannst du machen, wo du willst. Ich habe findige Leute, die alles gerade abchecken, wo was gepostet wird. Also es wird nichts verloren gehen. Und die werden dann natürlich auch im Stream gezeigt. Die tollsten. Ich hoffe, dass mindestens 5 Leute mitmachen. Okay, gut. Wollen wir lesen? Ja. Beck schreibt, Lebkuchen, Glühwein, Panzertape und schon haben wir noch eine Idee für eine Geschichte. Ja, Beck, so mag ich das. Die erste Geschichte ist von Chrissy und ich habe mir das ganz toll vorbereitet. Chrissy hat mir 3 Geschichten geschickt. Vielen Dank, Chrissy. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das auch ankommen wird. Es ist ja so, viele Leute schreiben vielleicht zum ersten Mal oder schreiben nur fürs Private und es ist dann immer eine riesengroße Sache, das zum Beispiel im Stream vorlesen zu lassen. Nicht nur, weil sie sich gewünscht haben, dass ich es vorlese, sondern auch, weil sie dann endlich mal ein bisschen größeres Feedback bekommen. Und das Schöne ist, dass die Community hier immer ganz nett ist und ein ehrliches, aber ein freundliches und gutes Feedback gibt. Also braucht keine Angst haben, mir was zu schicken. Gut, die Geschichte heißt VR. Geh du im Schlafzimmer schauen, ob sich noch was Brauchbares dort befindet. Ich gehe im Bad schauen. Alles klar. Und pass auf diese scheiß Monster auf, die lauern überall.
Habt ihr schon einmal eine VR-Brille aufgehabt? Es ist, als würde man sich plötzlich in einer völlig anderen Welt befinden. Man kann an viele Orte reisen und machen, was man möchte. Du kannst die Unterwasserwelt erkunden, ohne Angst vorm Ertrinken zu haben. Du kannst fliegen, frei wie ein Adler. Die Welt steht dir offen. Sie gehört dir. Und natürlich dem Erschaffer des Programms. Aber heutzutage gibt es so viele Open-World-Games wie nie zuvor. Dir stehen alle Möglichkeiten offen. Heute übernachte ich bei meinem besten Kumpel, den ich seit dem Kindergarten kenne. Wir befinden uns wieder in unserer Welt. Einer Welt, in der die Zombies die Überhand haben und wir uns bisher auch recht gut durchschlagen konnten. Natürlich sind Lebensmittel und auch andere wichtige Dinge zum Überleben rar gesät. Gerade sind wir dabei, ein Haus zu plündern. Anton, mein Freund, zeigt auf sein Armgelenk. Hey Mike, es ist schon spät, wir sind schon ewig hier unterwegs. Ich brauche eine Pause. Lass uns doch das Haus fertig erkunden und dann morgen weiter zocken. Ich jedoch fühle mich hier wohler und habe noch kein Interesse daran, schlafen zu gehen. Also beschließen wir nach einer kurzen Diskussion, dass er sich ins Bett verzieht und ich noch ein paar weitere Vorräte einsammeln werde. Ich verziehe mich Richtung Sessel. Auf dem Weg durch die mehr oder weniger zerstörte Umgebung erledige ich noch ein paar Zombies mit einem gezielten Kopfschuss. Das muss man ihn spielen lassen. Ich fühle mich mittlerweile richtig sicher mit dem Umgang mit Waffen. Einmal, als Antons Eltern den Tag über unterwegs waren, hat er mir den Waffenschrank seines Vaters gezeigt. Sein Vater versteckt den Schlüssel echt gut, aber Anton hat einmal mitbekommen, wie sein Vater ihn zurückgelegt hat. Der Schrank ist gut bestückt mit Gewehren und Handfeuerwaffen. Sogar ein paar sehr gute Klingenwaffen besitzt er. Heimlich haben wir die Waffen ausprobiert, aber ohne Munition. Wir sind ja nicht verrückt. Einige Zombies verlieren auf meinem Weg ihre Köpfe. Ich bin immer mit einer Schusswaffe und einer Klingenwaffe ausgerüstet. Rechts an mir, an einer Häuserecke, entdecke ich eine kleine Menschengruppe bestehend aus 3 Personen. Sie kämpfen gerade mit 2 Zombies. Manche stellen sich echt ungeschickt in diesem Spiel an. Es sind wohl Anfänger. Neben ihnen stehen 2 volle Rucksäcke, die recht voll wirken. Langsam schleiche ich mich an die Gruppe heran. Nach so vielen Stunden im Spiel kennt man viele Tricks, die sich auch alleine mit einer solchen Gruppenkonstellation auseinandersetzen. Ich mache es kurz und schmerzlos. Körper kippen um und Köpfe rollen über den Boden. Ich schnappe mir meine Beute. In einer Welt wie dieser kann man sich richtig entfalten. Man muss nur aufpassen, dass man seinen Körper nicht überstrapaziert. Oh Gott, diese Musik, es tut mir leid. Das wäre mal perfekte Musikauswahl von mir. Props gehen raus. Es gab schon Fälle, da haben die Personen im Real Life vergessen zu essen und zu trinken. Und was dann passierte, muss ich euch sicher nicht sagen. Ich merke langsam, wie auch ich langsam müde werde. Ich muss morgen fit sein. Anton hat mir von einer Überraschung erzählt. Ein neues Spiel, in dem alles noch viel realer scheint als jetzt schon. Ein Spiel, das man selber gestalten kann. Ich bin schon richtig aufgeregt. Also beschließe ich, mich nun auf den Weg zurück in unser Lager zu machen. Dort angekommen, lege ich mich auf ein provisorisches Bett. Es wird dunkel um mich herum. Als ich die Augen aufschlage, ist es noch etwas dämmerig. Aber etwas stimmt nicht. Ich blicke mich um. Ich sitze an einem Baum gelehnt in einem Park. Nach kurzer Zeit erkenne ich ihn. Es ist der Park in Antons Wohngegend. Ich blicke an mir herunter. Wie gewohnt hängen links und rechts an meinem Hosenbund eine Klinge und eine Schusswaffe. Ein paar Päckchen Munition befinden sich neben einem gefalteten Zettel in meinen Hosentaschen. Die vereinzelten Menschen im Park schauen mich seltsam an. Ich fühle mich dennoch gut, fit, leicht und stark. Anton, der Mistkerl, muss mir wohl im Schlaf das neue Spiel auf die VR gelegt haben, ohne mir vorzuerklären, was ich genau machen soll. Aber ist wohl die Rache dafür, dass ich immer so spielsüchtig bin. Ich muss wohl gestern direkt eingepennt sein und einen tiefen Schlaf gehabt haben. Ich schaue auf den Zettel. Dort steht eine Liste. Darüber steht: Bitte besorge mir ein paar Mägen, Herzen, Leber, Lunge, Nieren, Zwiebeln, Mehl.
Ich werde zwar nicht schlau daraus, aber das wird wohl meine erste Aufgabe hier sein. Also nehme ich mir meine Klingenwaffe in die Hand und schleiche auf den ersten Menschen zu, den ich sehe. Die alte Dame schreit auf, aber wie immer geht es ganz schnell. Als sie auf dem Boden liegt, schlitze ich sie auf und wühle in ihren Eingeweiden, bis ich finde, was ich suche. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich von allem brauche, aber egal. Lieber zu viel, zu wenig. Ich nehme mir ihre Handtasche, befördere den Inhalt auf den Boden und packe alles Erbeutete in die Tasche. Es fühlt sich glitschig an. Echt geil, wie real das ist. Ich merke, wie sich langsam eine Menschengruppe bildet. Zwei Männer nähern sich mir vorsichtig. Blitzschnell drehe ich mich um, die Klinge in den Händen und schlitze ihnen damit die Bäuche auf. Auch hier mache ich mich schnell an die Arbeit. Eine Frau schreit schrill auf. Es ist schon ein seltsames Gefühl, ein noch pumpendes Herz in den Händen zu halten. Weiter hinten höre ich Sirenen aufheulen. Nun heißt es erst einmal, Unterschlupf zu finden. Das Spiel ist echt einmal geil. Ich muss Anton später fragen, wo er das hat. Ich springe auf und mache mich auf den Weg. Bei der Polizei. Anton verzweifelt. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Als ich aufgewacht bin, war Mike plötzlich nicht mehr da. Alles von ihm war noch da. Handy, Portemonnaie. Nur er war weg. Mein Vater hat einen Tobsuchtanfall bekommen, als er merkte, dass der Waffenschrank offen stand und Waffen und Munition fehlten. Ich weiß nicht, wieso er sich so plötzlich verhält. Er wischt sich die Tränen aus den Augen. Mikes Mutter verzweifelt. Er war immer so ein toller Junge. Er hat so viel am PC gesessen, aber wenn ich seine Hilfe brauchte, war er meist zur Stelle. Gerade heute sollte er mir helfen. Wir bekommen morgen Besuch von meinem Bruder mit Familie aus Schottland. Wir wollten zur Feier des Tages Haggis kochen. Er sollte nur nach dem Besuch seines Freundes ein paar Dinge vom Schlachter holen. Nein, auffällig ist er nie gewesen. Das Einzige, was mich zeitweise belastet hat, war sein Drang zum Schlafwandeln. Das lag aber nach Aussage der Ärzte an dem psychischen Druck, der sich nach der Trennung von mir und seinem Vater neben aufgebaut hatte. Aber seit er in Behandlung ist, hat es aufgehört. Ich hätte doch nie ahnen können, dass so etwas passieren würde. Was ist nur mit meinem kleinen Jungen passiert? Das war VR von Chrissy. Chrissy, das war der Hammer. Und ich hoffe, du hörst zu und schreibst weitere Geschichten, die noch ein bisschen länger sind. Vielleicht auch eine Weihnachtsgeschichte, Chrissy. Das ist eine Weihnachtsgeschichte. Ist sehr gut. In dem Stil. Wäre super. Okay. Hammer. Hammer. Absolut. Ich liebe die Geschichte. Mina Mehr sagt, wow, tolle Story und sehr schön gelesen. Danke, danke. Betty McBoss sagt, krass. Und 4/3, Ausrufezeichen. Dan Paul sagt, ja, immer schön auf die Altersbeschränkung achten. Creepy König sagt, krass, super Geschichte und schöner Plottwist. Onkel Brody sagt, die war super, 3 Ausrufezeichen. Beck sagt, oh, das mit den Organen war böse. Ich wusste gar nicht, beispielsweise Bex, dass du so Gewalt so gar nicht magst. Also in Literatur und Film. Das hat mich überrascht. Bex war letzte Woche hier. Da haben wir einen Film geguckt. Kann ich immer nur empfehlen. Southbound, einer meiner Lieblingsfilme. Und ja, da gab es so eine Szene, die war dann wohl zu viel. Was aber nicht schlimm ist. Ich habe es noch nicht gewusst, denn Bex ist immer meine Testhörerin für die ganzen Redrum-Hörbücher. Und das hat sie immer so gut weggesteckt. Okay. Mina Mehr sagt, böser Film. Oh ja, der ist böser. Aber cool. Hört ihr eigentlich noch Musik? Sascha sagt, naja, er war ja quasi beim Schlachter. Tolle Story und super gelesen, herrlicher Plot-Twist. Ja, ich finde die Geschichte auch super. Wir haben noch andere super Geschichten heute. Ich muss erstmal nur gucken. Hört ihr die Musik? Scary Buddha sagt, das ist ein super Film. Dem Paul sagt, ich höre nur Regen. Was? Das ist eine... Ja, ein bisschen lauter. Das ist ein Dröhnen. Okay, Moni sagt, sie hört Musik. Musik ist zu hören, aber ganz leise. Danke, Creepy König. Ich mache ein bisschen lauter.
Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut. Sagt mir mal Bescheid, gib mir mal zwischendurch ein Feedback, wie die Musiksituation ist. Ja. Ich muss aber sagen, dass ich schon lange keinen richtig, richtig guten Horrorfilm mehr geguckt habe, den ich noch nicht kenne. Ich freue mich sehr auf November, da kommt der neue Film von Lars von Trier raus und da hoffe ich, dass der auch in unserem Kino läuft. Auf den freue ich mich schon sehr. Ich bin ein großer Fan von Lars von Trier und von David Lynch und ein bisschen mehr von David Lynch, weil das einfach mal so richtig abgefuckte, seltsame, weirde, verstörende Filme sind. Und ich rede mal, ich habe vorhin als Eiche gesagt, ich muss ihm auch ein paar Filme von David Lynch zeigen. Ansonsten habe ich schon lange nichts Gutes mehr gesehen aus der Horrorsparte. Ich glaube, Slenderman ist scheiße, glaube ich jetzt mal. Und Meg war überhaupt nicht gut. Also davon kann ich abraten, es war absolute Zeit- und Geldverschwendung. Da war ich sehr unzufrieden. Es gab eine epische Szene, aber die war zum Schluss. Also, ja. Betty McBoss sagt, der letzte Horrorfilm, den ich gesehen habe, war Satanic auf Netflix. Der war ziemlich lahm. Scary Buddha sagt, Mulholland Drive. Ja, der ist gut. Ich liebe Breaking the Waves von Lars von Trier. Kennst du den? Nein, den kenne ich noch nicht. Wie hieß denn der im Wald? Mit dem komischen Satanismus. Sorry, ich, ja, leichter Schnupfen. Alle, die morgen die SCP hören, die werden sich auch freuen. Breaking the Waves, ich schreib's mir mal auf. Ich habe aber, wo ich gerade VR gelesen habe, eine Serie angefangen. Ich kann noch nicht einschätzen, ob die gut oder schlecht ist. Die ist auf Netflix. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Das müsste man jetzt mal nachgucken. Aber ich kann es von hier aus nicht nachgucken. Da ging es darum, dass auch so ein Computerspiel so eine Virtual Reality ist, wo man sich dann, zwar man sitzt am PC, aber man hat so eine Brille auf und so irgendwelche Dinger am Körper angeschnallt und dann flüchten die dahin und dann haben die da ihren eigenen Avatar und dann können die da auch alles machen und dann haben die da aber eine Untergrundgesellschaft. Ja, ich glaube aber, es wird nicht so gut. Aber ich weiß nicht, wie es heißt. Agni sagt, den Horrorfilm Hush fand ich gut. Ich schreibe es mir auf. Ich guck das nachher alles nach. Black Mirror. Ja, Black Mirror ist gut, Kapi. Aber das ist nicht, die Serie, die ich meine, die geht nur um dieses Computerspiel. DaxFox. Willkommen im Kreis der Irren. Vielen Dank für deinen Sub. 4 Monate schon. Vielen Dank für die guten Geschichten und die schönen Postkarten. Dankeschön. Freut mich, dass sie dir gefallen. Wir sind heute Morgen durch den Gruselwald gegangen. Wir waren den ganzen Sommer nicht, weil hier so eine Todesraupen sind, die für Hunde gefährlich sind. Dann waren wir heute endlich mal wieder und gestern Abend schon, weil Shiva Geburtstag hatte. Und ich habe richtig coole Ideen für die Postkarten bekommen und die machen wir. Die nächsten Postkarten sind im Gruselwald dann aufgenommen. Ja, okay. Guck mal, Dear Mr. Gacy, falls du den noch nicht kennst. Den kenne ich nicht. Dear Mr. Gacy. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Gut, da wird es ja wahrscheinlich um den Serienmörder gehen, der ein Clown war. Insel der verwunschenen Kinder ist ein toller Horrorfilm. Ja, es kommt jetzt aber bald ein Film in die Kinos, wo ich glaube, dass es auch ein Kinderfilm ist. Irgendwie das Haus der vielen Lichter oder so. Und das sah vielversprechend aus. Ist aber nicht gruselig. Okay. Dear Mister ist krank, sagt Scary Buddha. Richtig krank. Gut, ich freue mich. Man muss mal gucken, ob es den auf Netflix oder Amazon gibt. Ja. Ja, ich weiß nicht mehr, wie er mit Vornamen heißt. Geishi. Der hat sehr schlimme Dinge getan. Er hat auch Lampen aus Haut gemacht und Handschuhe aus Menschenhaut und alles sowas. Und ich glaube, er hatte auch seine Mutter eine lange, lange Zeit noch zu Hause, obwohl sie nicht mehr gelebt hat. Und ich glaube, er hat auch in erster Linie Männer ermordet.
und auch misshandelt, vergewaltigt? Ich glaube schon. Auf jeden Fall weiß ich, dass er ein Clown war. Aber vielleicht verwechsle ich jetzt auch alles. Aber ich... John Wayne Gacy, genau. Ja. Aber vielleicht. Ich habe das schon mal erzählt. Ich habe mal eine ganze Weile lang so ein Internetlexikon durchgelesen über Serienmörder und Serienkiller.de oder so. Und da sagen die halt nur die Fakten, die verherrlichen nichts. Das war super interessant. Einfach nur das mal alles so durchzulesen und deswegen... Und dann gab es halt immer auch Spaß... passende Literaturempfehlungen und Filmempfehlungen dazu. Und das war halt ein super Lexikon. Ich habe das halt total gern gelesen. Könnte man sich halt alles angucken. Ich habe aus dieser Zeit eine richtig große Serienmörder-Kollektion zu Hause. Mann, Dinge, die man nicht beim ersten Date sagen sollte. Okay, ich trinke mal einen Schluck Wasser. Aber keiner ist bis jetzt auf den Namen... Achso, Horrorcocktail sagt. Das war Ed Gein mit der Haut. Ja, danke. Siehst du, so verwechsel ich alles. Oh, oh. Sascha Schulz. Ja, John Wayne Gacy. Ja, homosexueller Serienmörder und Clown auf Kindergeburtstagen und Glaube im Krankenhaus. Ja, irgendwie sowas. Ich hab das aber schon. Son of Sam. Aber das war noch wer anders, oder? Oder war das... Oh Gott. Leute, die das jetzt noch so voll auf dem Schirm haben, werden die Augen verdrehen, weil ich alle Fakten... durcheinander bringe. Tut mir leid. Tut mir leid. Okay. A Quiet Place, Hereditary und Ghostland, sagt Mina mehr. Die sind neu. Okay. Na, wahrscheinlich sind die schon draußen? Aber niemand ist auf den Namen der Serie gekommen mit dieser mit dem komischen Computerspiel. Son of Sam war David Berkowitz. Danke, Betty. Der war, ich glaube, Pyromane. Und der hat mit den ganzen Sachen erst angefangen, als er zuerst hatte angefangen, Sachen abzufackeln. Oh Mann, aber kennt ihr die binomischen Formeln noch? Ich auch nicht. Doch, ich würde sie noch hinkriegen. Aber so ist es. Man liest das, man kann sich vielleicht ein bisschen was einprägen und nach ein paar Jahren... ist es weg. Und da habe ich gerade Abi gemacht, als ich diese Phase hatte, als ich extrem viel darüber gelesen habe. Ja, so lange ist es schon. Sahst du Truth or Dare? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Sascha sagt, Son of Sam war jemand ganz anderes. Okay, ich höre schon auf. Ich trigger hier zu viel. Ich erinnere mich selbst gerade an meine Dozentin, die in jedes mögliche Fettnäpfchen reingetreten ist. Aber in jedes. Und es war so lustig, die Seminare anzuschauen, weil sie halt nur in Fettnäpfchen getreten ist. Ein krasses war, wir haben uns über Mangas unterhalten als Form der Literatur. Und wir hatten ein Mädchen, die hatte, ja, sie hat asiatische Eltern, aber sie ist in Deutschland geboren und war auch Deutsche. Und dann sagte sie, hier, sie sind doch Chinesin, sie kennen sich doch mit Mangas aus. ich bin Deutsche. Mangas kommen aus Japan, hat sie erst gesagt. Naja, ist doch alles das Gleiche, sagte sie dann. Meine Dozentin, das war voll krass. Okay. Meinst du mit der Serie Kiss Me First? Ich glaube, die heißt nicht Kiss Me. Ich weiß es nicht. Es war mit so einem komischen Computerspiel. Truth or Dare hast du noch nicht gesehen. Danke, Archie. Okay. Welche Phase hast du denn jetzt, Kadi, sagt Yoshi. Die Phase, in der ich nicht schlafe und kein Freizeit habe. This makes Kadi dull. A dull girl. Oh oh. Okay. Only work and no play. Mina mehr sagt, ich stehe gar nicht auf Mangas, aber ich liebe Elfenlied. Ich habe vor 2 Tagen einen Kommentar gehabt, ich klänge wohl wie Lucy von Elfenlied. Da haben wir reingehört, aber ich weiß nicht. Ich habe jetzt nicht so das gesagt. Übrigens, Archie, falls du noch zuhörst, du kannst jetzt bestellen. Ich will dieses Quam Pie oder wie das heißt. Und Frühlingsreiche. Letzter Tag, ab morgen geht's wieder hart an Sport und Diät. Okay, lies jetzt, sonst kann ich weder telefonieren noch Gassi. Entschuldigung, okay. Sorry, Archie. Wir lesen die nächste Geschichte
von Creepy König. Und bevor wir lesen, mache ich mal gute Musik. Was haltet ihr davon? So, ich hoffe, die ist nicht zu laut. Ist sie zu laut? Nicht gut, Kathi. Weniger Arbeit, mehr spielen. Ja, bald. Nach dem Release freue ich mich schon sehr darauf. Ich mache bestimmt mal einen ganzen Tag frei und sitze nur im Pyjama vorm Computer und spiele. Ork. Okay, alles passt super, da bin ich beruhigt. Dann lesen wir jetzt die Geschichte vom Creepy König. Erstmal vielen Dank, dass du so fleißig schreibst und dass du es immer mit uns teilst, Creepy König. Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass es diesmal wieder was gibt. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber man kann halt wirklich eine krasse Steigerung sehen bei dir. Okay. Es klingelte mitten in der Nacht. Lesen ich jetzt auf Deutsch? Ja, nein, Englisch. Michaels Eltern waren nicht zu Hause. Sie waren mit einem befreundeten Ehepaar übers Wochenende nach Las Vegas geflogen. So merkte niemand, wie der Junge mitten in der Nacht wieder nach Hause kam. Gleich als er das Haus betrat, löste sich bei ihm ein Brechreiz aus. Hastig stürmte er die Treppe hinauf und ließ dabei die Schaufel, die er dabei hatte, einfach auf den Boden fallen. Dann stolperte er nach links, wo das Badezimmer lag. In letzter Sekunde konnte der 15-Jährige die Tür öffnen und den Toilettendeckel hochreißen, bevor er sich dann mehr als 5 Minuten übergab. Ganz kurze Frage. Archie hat mir das gegeben. Haben wir die Geschichte nicht sogar schon mal gelesen? Ich lese egal. Ich lese sie trotzdem vor. Man kann sie nie oft genug lesen. Als der junge Mann endlich fertig war, zog er seine von Regen und Schweiß durchnässten Sachen aus und steckte sie in die Waschmaschine. Danach streifte der Teenager sein Pyjama über und ging in sein Zimmer. Dort verschloss er die Tür von innen und setzte sich auf sein Bett. Michael schaute auf seinen Radiowecker. Die rot leuchtenden Ziffern zeigten, dass es mittlerweile schon 1:45 war. Der Junge versuchte gar nicht erst, sich hinzulegen, um sich erst einmal auszuruhen. Er wusste, dass er weder zu diesem noch zu irgendeinem späteren Zeitpunkt in jener Nacht hätte schlafen können. Möglicherweise nie wieder in seinem Leben, denn die Schuldgefühle waren bereits jetzt dabei, ihn von innen zu zerreißen. Creepy König sagt, haben wir schon mal gelesen. Ja, weißt du was? Ich sag dir, manchmal lese ich die Geschichten vorher, denke mir, die nehme ich mit ins Stream, vergesse sie. Und manchmal denke ich, habe ich sie schon gelesen oder nicht? Weil ich sie ja vorher schon mal gelesen habe. Aber wir lesen sie einfach, sie ist gut. Der Jugendliche wollte sich dauernd etwas einreden, dass es eine Art Unfall war, dass er für einen Augenblick lang nicht nachgedacht hatte. Doch tief in seinem Inneren wusste er, dass es nicht so war. Michael Kellerman hatte vor knapp 2 Stunden seine Freundin Catherine Baker kaltblütig erstochen und danach ihre Leiche samt Tatwaffe im Wald vergraben, nachdem er 2 Tage zuvor durch zuverlässige Quellen erfahren hatte, dass sie ihn betrügt. Und ich entschuldige mich für alle, die denken, oh Kathi, schnupp die Nase, ich bin einfach super verschnupft. Gerade als Michael doch noch einmal versuchen wollte, ein wenig zu schlafen, läutete auf einmal das Telefon unten im Wohnzimmer. Wer konnte das noch sein, mitten in der Nacht? Dieser Gedanke beschäftigte den erschöpften Jungen. Aber er war nur noch zu müde, um es herauszufinden. Irgendwann würde derjenige schon aufgeben, dachte er. Doch das tat dieser jemand nicht. Als es nach einiger Zeit zum 20. Mal klingelte, stand Michael schließlich auf und ging nach unten. Dort angekommen, blieb er kurz vor dem kleinen Apparat stehen. Dann nahm er endlich den Hörer ab und das Läuten verstummte. Leise und gähnend sprach er hinein. Hallo, wer ist da? Hallo, Michael. Ich bin's, Catherine. Ich wollte dir nur sagen, dass ich gleich vorbeikomme. Wir müssen reden. Schlagartig legte Michael Kellerman auf. Das mussten die Schuldgefühle sein. Er hatte es kommen sehen, dass er mit der Sache nicht fertig werden würde. Schließlich hatte er das Mädchen, das nun nahe der alten Eiche, auf deren dicksten Ast sie sich das erste Mal geküsst hatten, metertief vergraben, einmal geliebt.
Wie in Trance ging der verstörte Junge, der überzeugt war, sich das eben Erlebte nur eingebildet zu haben, wieder zurück nach oben in sein Zimmer, um sich wieder hinzulegen. Ruhig bleiben, nicht durchdrehen. Er konnte sowieso nicht rückgängig machen, was geschehen war. Das war, was der junge Mörder minutenlang zu sich selbst sagte, ohne dabei den Mund zu öffnen, während er versuchte, endlich einzuschlafen. Plötzlich ertönte ein Geräusch im Haus, das Michael trotz seiner banalen Alltäglichkeit in diesem Moment zusammenzucken ließ. Es war das Läuten an der Tür. Der Teenager reagierte nicht drauf. Er drehte sich mit dem Kopf zur Wand und schloss die Augen. Egal, wer das war. Um 1 Uhr morgens konnte derjenige nicht erwarten, dass ihm die Tür geöffnet wird. Nur ein paar Sekunden vergingen, bis es erneut klingelte. Michael überlegte angestrengt. Vielleicht war es die Polizei. Möglicherweise hatte man ja schon die Leiche gefunden. Aber nein, das war unmöglich. Sie war gerade mal 3 Stunden tot und galt noch längst nicht als vermisst. Und er hatte sie tief genug vergraben, dass es Tage dauern würde, um sie zu finden, wenn es überhaupt jemand tat. Außerdem hatte er das Butterfly-Messer mit einem Taschentuch abgewischt, sodass keine Fingerabdrücke mehr drauf waren, bevor er es auf den toten Körper seiner untreuen Freundin geworfen und dann mit mehreren Kubikmetern Erde bedeckt hatte. Es läutete schon wieder, und dann noch einmal und nochmal. Der Mörder wurde immer unruhiger. Mit jedem Läuten beschleunigte sich sein Puls, bis er es nicht mehr aushielt. Schließlich stand der Junge auf und hetzte die Treppe herunter. Als er direkt vor der Haustür angekommen war, blieb er stehen und zögerte einen Moment in der Hoffnung, das Klingeln, das er nun seit 10 Sekunden nicht mehr gehört hatte, hätte nun endlich aufgehört. Doch eine Sekunde später wurde diese Hoffnung durch das erneute Geräusch der Türklingel, die im Stil der Klingel im Buckingham-Palast läutete, zerstört. Schweren Herzens zog Michael den kleinen Vorhang links neben der Tür zur Seite und schaute hinaus. Doch niemand war zu sehen. Verwirrt, aber gleichzeitig auch beruhigt, zog der 15-Jährige den Vorhang wieder zu und wollte gerade wieder nach oben gehen, da ertönte unverhofft erneut die Buckingham-Klingel, die den müden und geschafften Jungen zusammenzucken ließ. Er drehte sich wieder zur Tür, diesmal ohne die Absicht, nach draußen zu blicken, um zu sehen, wer die Nachtruhe im Hause der Kellermann störte. Er starrte einfach nur in Richtung der Eingangstür und wartete, bis das Läuten wieder aufhörte. Doch diesmal tat es das nicht. Nach ein paar Minuten kam zu dem permanenten Türklingeln auch noch ein lautes und gewaltsames Klopfen hinzu. Michael Kellermann war nun nicht mehr nervös oder beunruhigt. Das, was er nun fühlte, war wahrhaftige Angst. Als das Klingeln nun immer schneller aufeinander folgte und das Türklopfen immer heftiger wurde, schrie der schweißgebadete Jugendliche schließlich: Verdammt, wer ist da? Plötzlich war es still. Für eine Sekunde hätte man eine Stecknadel laut und deutlich auf den Linoleumboden fallen hören können. Doch im nächsten Augenblick war eine Stimme von draußen zu hören, die Michael sofort erkannte. Michael, lass mich endlich herein, oder willst du, dass ich mir noch ein zweites Mal wegen dir den Tod hole? Für einen Moment hatte der Junge das Gefühl, er würde das Bewusstsein verlieren. Dieser jemand, der schon seit einer halben Stunde vor der Tür stand, andauernd klingelte und ihn damit aus dem Bett geholt hatte, war niemand anderes als Catherine Baker. Seine von ihm ermordete Ex-Freundin, die der Teenie am Abend zuvor getötet hatte. Kellermann wusste, dass es unmöglich war, aber diese für ein Mädchen recht tiefe und doch gleichzeitig liebreizende Stimme erkannte er unter Millionen. Mit einem Mal stieß eine Messerklinge durch das Holz der Haustür und wurde wieder herausgezogen. Dieser Vorgang wurde von der draußen stehenden Person mehrmals wiederholt. Michael erwachte dadurch aus seiner Schockstarre und rannte die Treppe hoch. Oben angekommen, schaute er das Geländer hinunter. Nachdem die Tür nach relativ kurzer Zeit durchbrochen worden war, waren watschlige Schritte zu hören, die sich in Richtung der Treppe bewegten. Er sah eine dreckige und blutverschmierte Hand mit schwarzen Fingernägeln am Treppengeländer hinaufgleiten. »Na, Michael, willst du mir nichts anbieten? Oder verliert man automatisch seine gute Umgangsformen, wenn man zum Mörder wird?« ertönte es von der Mitte des Geländers, bei der Catherine mittlerweile schon angekommen war. Als sich die Gestalt weiter die Treppe hinauf bewegte und schließlich um die Ecke bog,
konnte Michael sie nun sehen. Ja, es war Catherine, keine Frage. Die Gesichtszüge waren unverkennbar. Michael standen die Nackenhaare zu Berge, ihre Kleidung war völlig durchnässt, ihre Haut gräulich weiß und voll von der Erde, in der sie Stunden zuvor begraben hatte. Außerdem hatte sie dunkle, fast schon schwarze Augenränder, die bis zu den Wangenknochen hinuntergingen. Das Blut aus ihrer Stichwunde, die zu ihrem Tode geführt hatte, war deutlich auf dem unteren Teil ihres weißen T-Shirts zu sehen und hinterließ eine breite rote Spur auf diesem, die sich über ihre Jeans bis zu ihren Stiefeletten erstreckten. Nachdem sie schließlich das erste Stockwerk erreicht und ihren Mörder in Todesangst versetzt hatte, setzte sie dem Ganzen noch einen drauf, indem sie ein teuflisches Lächeln aufsetzte, bei dem man ihre mit Blut und Dreck belegten Zähne sah. Da ging sie mit ruckartigen Bewegungen, die so aussahen, als würde man ein Videoband mit Zeitlupe dauernd vor- und zurücklaufen lassen, auf Michael zu. Diesem stockte der Atem. Er wäre fast über den Staubsauger gestolpert, als er in sein Zimmer zurückgetorkelt kam. In Panik schlug er die Tür hinter sich zu und schloss ab. Dann hockte er sich in seiner Verzweiflung neben seinem Schreibtisch hin. Er lauschte ganz still. Die Schritte waren immer deutlicher zu hören. Als sie direkt vor seiner Zimmertür plötzlich verstummten, hatte Michael Kellerman schon ein klein wenig mit seinem Leben abgeschlossen. Wieder war diese liebliche Stimme, die im Zusammenhang mit der Gesamtsituation allerdings nur verstörend wirkte, zu hören, diesmal noch deutlicher und damit noch verängstigender. »Hey, Kellerman, lass uns nicht im Bösen auseinandergehen. Wir können doch Freunde bleiben.« Für einen Augenblick war es wieder still. Aber plötzlich begann die Untote, die Tür zu rammen. Diese begann langsam zu zersplittern. Als fast nur noch der Rahmen übrig war, konnte Michael durch das große Loch, das nun entstanden war, sein wieder zu neuem Leben erwachtes Opfer jetzt fast aus unmittelbarer Nähe sehen, was ihm endgültig den Rest gab. Er sackte aus seiner Hockstellung in sich zusammen, blieb aber dennoch bei Bewusstsein. Währenddessen kletterte Catherine durch den von ihr selbst geschaffenen Eingang in das Zimmer. Mit den besagten mechanischen Bewegungen schritt das tote Mädchen nun mit ausgestreckten Armen und dem Messer in der Hand, mit dem ihr das Leben genommen worden war, in Richtung ihres Mörders. Schon als die Kreatur die Mitte des Raumes erreicht hatte, wurde dem hilflosen Jungen langsam schwarz vor Augen. Und als sie dann direkt vor ihm stehen blieb, erhob der Zombie langsam, aber bestimmt die Klinge und sagte, »Komm, es waren doch auch schöne Zeiten dabei.« Dies ließ den am Boden kauernden Killer schließlich endgültig ohnmächtig werden. Michael erwachte in völliger Dunkelheit. Noch stark benommen, tastete er den Raum ab, in dem er sich befand. Dessen Dimensionen wurden ihm sehr schnell klar, denn sie betrugen nicht mehr als 1,5 Kubikmeter. Diese Erkenntnis machte den Jungen plötzlich hellwach und er schlug wie von Sinnen um sich. Dabei entdeckte er eine Taschenlampe neben seinem Kopf. Verwirrt über seinen Fund schaltete Michael sie ein. Dann sah er einen Schriftzug an der Decke der zugenagelten Holzkiste, in der er gefangen war. Er war mit Blut geschrieben und erfüllte den jungen Mörder mit tiefstem Grauen. Dort stand Michael und Catherine forever. Michael Kellerman stieß seinen entsetzlichen Schrei aus, der noch lange durch den dunklen Wald hallte, bis die Luft in der tief vergrabenen Kiste sich langsam dem Ende zuneigte. Ah, wunderbar, wunderbar. Vielen Dank, Creepy König. Also ich sag mal so viel. Achie hat für heute die Geschichten ausgesucht, weil ich an Endtime geschnitten habe. Und ich bin wirklich froh, dass er diese Geschichte doch nochmal rausgesucht hat. Ich verliere aber langsam auch so, wir haben gerade ein neues System und langsam habe ich auch den Überblick verloren, was haben wir gelesen, was nicht. Na? Ich habe es gerade im Chat schon geschrieben. Geschichte war. Das Problem ist, bei mir, ich habe meine Listen, bei mir ist alles organisiert, aber die liebe Kathi hat auch ihre Listen, nur existieren ihre Listen nur in ihrem Kopf. Das macht es schwierig, wenn ich für sie mal was übernehme. Aber zukünftig übernehme ich das alles, dann ist es alles organisiert und alles sortiert. Ich
breche jetzt gerade auf, bin nicht mehr im Chat, deswegen möchte ich jetzt gleich noch kurz was sagen. Und zwar, die nächste Geschichte ist von Andromeda Tonks. Mhm. Und ich habe sie ja schon gelesen. Das ist ihre erste Geschichte, die sie eingereicht hat. Und ich möchte deswegen gleich mein Feedback noch geben. Ich fand die Geschichte richtig gut. Und bitte, 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 du hast im Chat geschrieben, schreib eine Weihnachtsgeschichte und schreib generell mehr Geschichten und schick sie gerne noch weiter an mich/Kati. Die war richtig gut. Danke dafür. Geil. So. Ich bin weg. Ich habe den Leuten gesagt, sonst der ausrichten, das kann ich dir selbst sagen. 10 minus 45 Minuten. Aber wieso fährst du dann jetzt schon los? Ich gehe jetzt mit den Hunden. Ah, okay, alles klar. Dankeschön. Horrorcocktail sagt, wie romantisch. Am Ende kriegen sich die beiden. Ist doch auch schön. Was ist das? Kennen Inject Printer, Scanner, Fax, Intended Survey Program. Nicht akzeptieren. Geh weg. Okay. Die war echt super, sagt dem Paul. Beck sagt, immer wieder gut, die Geschichte. Flauschitaschenbuch, sie hat gerade mal eine Viertelseite geschrieben. Du brauchst einfach mehr Lebkuchen. Das ist das Geheimnis. Ja. Okay. Oder einen langen Spaziergang. Also bei mir ist es so, in dem Moment, in dem ich abschalten will, kommen mir 1000 Ideen. Wenn ich spazieren gehe, wenn ich in die Wanne gehe, wenn ich mal schlafen will, dann kommen mir die Ideen und dann schreibe ich sie auf und tue eben nicht das, was ich tun will, um zu entspannen. Ja, das ist mein Leben. Okay. Kathi, ich vertrage Lebkuchen nicht. Dann gieß dir einen Zimttee auf. Übrigens, jetzt kann ich mal so sagen, die E-Tipps bei Kathi. Also es gibt 2 Zimtarten. Es gibt bestimmt noch mehr, aber im Handel gibt es 2 Zimtarten. Es gibt diesen Ceylon-Zimt und den anderen Zimt. Und wenn Archi wiederkommt, wird er euch sagen, welche Zimtart ich meine. Eine ist ein bisschen giftig und die andere ist super, aber ein bisschen teurer. Man kann einen Teelöffel Zimt mit heißem Wasser und ein bisschen Honig aufgießen und trinkt den dann abends vorm Schlafengehen und morgens nach dem Aufwachen. Und das senkt den Blutzuckerspiegel, wodurch man abnimmt. Also ich habe es gemerkt, ich habe einen flachen Bauch bekommen. Es schmeckt nach purem Menschenhass und Weihnachten. Beides zusammen. Weil der Zimt sich halt kaum auflöst. Man muss halt echt lange rühren. Und wenn man es eine Weile stehen lässt, dann hat sich der wieder abgesetzt. Und das ist eklig. Ceylon ist gut, Cassia ist böse. Ceylon ist gut, Cassia ist böse. Da habt ihr es. Okay. Gut. Purer Menschenhass. I love it. Ganz genau. gut, also. Ja, übrigens, Archie hatte schon seinen Weihnachtspullover an. Wir haben letztes Jahr uns so hässliche Weihnachtspullover geholt. Ich hatte einen mit Trump. Make Christmas Great Again. Trump mit einer Weihnachtsmannmütze. Und Archie hat 3 Rentiere, die Huckepack spielen. Und diese Weihnachtspullover haben wir dann bei Archies Eltern angezogen. Das war richtig cool. Und ja, heute haben wir auch schon... Ich habe meine Einhornhausschuhe von Hija an. Und ich habe auch einen schönen kuscheligen Kuschelpullover. Und ich muss das zelebrieren. Ich sage euch, wenn nächste Woche das Wetter genauso schön scheiße ist, also so richtig herbstlich und ein bisschen depressiv, da machen wir nächste Woche einen Märchenstream mit Herbstmärchen. Und vielleicht suche ich was raus, wo es um Vergänglichkeit geht. Dass wir alle ein bisschen tiefsinnig werden, ein bisschen melancholisch, aber schön melancholisch. Nicht depressiv melancholisch, sondern schön melancholisch. Was haltet ihr davon? Okay. Bist du Trump-Fan? Nein, ich hab den... Archie ist auch kein Huckepack-Fan. Das ist einfach ein lustiger Pullover gewesen. Super hässlich. Super hässlicher Pullover. Gut. Scary Bruder sagt, ja, depressive Herbstmärchen. Ja. das ist eine tolle Idee, sagt Moni. Okay, ich freue mich halt auch immer schon auf dem. Ich liebe die Märchen-Streams und die ganze Vorbereitung und so ein bisschen Hintergrundforschung macht total Spaß. Ich freue mich da halt immer super drauf und ja, ich würde sagen, wir machen da einen ganz entspannten Märchen-Stream. Vorausgesetzt, das Wetter ist wieder so schön depri. Okay. Hey.
Minamer sagt, ich mache Zimt in Haferflocken. Ist auch gut, um den Insulinspiegel konstant zu halten. Und das schmeckt sogar. Ja, das stimmt. Oh, Bex bereitet sich gerade eine russische Schokolade vor. Ja, das... Jetzt hat Archie gerade die Tür zugemacht. Mache ich heute auch noch. Okay, habe ich wohl jemanden angefixt? Gut, aber ich will ja die liebe Andromeda Tonks nicht so lange auf die Folter spannen. Die ist ja schon ganz aufgeregt. Sie hat heute auch schon auf Twitter getwittert, dass ihre Geschichte heute vorgelesen wird. Eine ihrer Geschichten. Und sie ist so aufgeregt, ich sollte eigentlich anfangen mit Lesen. Das Mädchen. Eigentlich wollte ich gar nicht raus. Ich wollte zu Hause bleiben, wie ich das jeden Abend tue. Ich wollte mich in meiner abgedunkelten, kaputten Wohnung einschließen und mich von den Klängen und Bildern einlullen lassen, die mir mein Gehirn in regelmäßigen Abständen liefert. Doch eine Stimme in mir sagte, heute bleibst du mal nicht zu Hause, du gehst raus. Es ist zu lange her, dass du dir die Außenwelt angetan hast. Geh raus. Hab ein wenig Spaß. Da die Stimme meistens recht hat, habe ich mich missmutig dazu entschlossen, mich doch noch zu erheben und ein wenig zurechtzumachen. Ich habe in rostigem Wasser gebadet und die Haare neu gefärbt. Als ich nackt vor dem Spiegel stand, merkte ich, wie abgemagert ich war. Doch es schockierte mich nicht. Teilnahmslos griff ich in den Schrank, nahm ein Shirt, eine Hose, einen Gürtel und ein Halsband raus. Nachdem die Kleidung angebracht wurde, ging es an die Feinarbeit. Ich besitze nur Schminke in zwei Farben, weiß und schwarz. Alles aufgetragen, ein letzter missmutiger Blick in den kaputten Spiegel und nun raus hier. Der Club ist voll, zu voll für meinen Geschmack, die Musik gefällt mir eigentlich gar nicht, aber... Dennoch trete ich ein. Der DJ scheint in seinem Element zu sein. Er dreht die Platten, betätigt die Regler, scheint seine Arbeit zu lieben. Er hüpft hinter dem DJ-Pult herum, regt die Leute zum Tanzen an, animiert sie zum Mitsingen. Irgendwie gefällt er mir. Er trägt eine seltsame Frisur wie ich, hat Plugs in den Ohren, Piercings und eine große Brille, die ihm das typische Aussehen eines Außenseiters in der Schule verleiht. Wie ich es war. Aber das ist eine andere Geschichte. Für einen kurzen Moment treffen sich unsere Blicke. Es ist nur ein Bruchteil der Sekunde. Oder bilde ich es mir ein? Er zündet sich eine Zigarette an und konzentriert sich auf seine Arbeit. Ich setze mich an die Bar. Die Bedienung stellt mir einen Drink hin. Habe ich ihn bestellt? Kein Plan, der Lärmpegel ist hier drin eh zu hoch. Lustlos greife ich nach dem Strohhalm und spüre, wie das Getränk meine Kehle runterwandert. Mein Blick streift durch den Club. Die üblichen Verdächtigen sind anwesend. Sonst sind Leute in unmöglichen Outfits, Pärchen, hetero oder homo, am Knutschen, Säufer. Was mache ich nochmal hier? Ich passe hier ungefähr so gut hinein, wie eine Prostituierte in ein Nonnenkloster. Das Mädchen erregt meine Aufmerksamkeit. Mitten auf der Tanzfläche steht es. Ihr starrer Blick ist auf mich gerichtet. Was hat ein Mädchen in dem Alter hier drin zu suchen? Es wird höchstens 11 Jahre alt sein. Die dunklen Haare sind zu 2 Zöpfen geflochten. Es trägt ein schmutziges weißes Kleid mit breitem Kragen. Ihre Haut scheint noch blasser zu sein als die meine. Ob es genauso selten das Sonnenlicht erblickt wie ich? Ihre Augen fixieren mich. Dann beginnt es, auf mich zuzugehen. Um sie herum scheint die Zeit stillzustehen. Die Leute bewegen sich nur noch in Zeitlupe. Am Rande der Tanzfläche bleibt es stehen, sein Blick immer noch starr auf mich gerichtet. Unter ihren Augen leuchten dunkle Ränder, als hätte es seit längerem nicht geschlafen. Dann öffnet es seinen Mund und fängt an zu reden. »Ich will töten!« Obwohl ich in dem Lärm des Clubs nichts hören sollte, verstehe ich ihre Worte klar und deutlich. »Ich will töten«, wiederholt das Kind mit teilnahmslosem Blick in meine Augen. »Ich will alle Leute töten.« Ich blicke mich um. Um mich herum scheinen die Leute sich weiter der Musik und ihrem Treiben hinzugeben, und noch immer fixiert mich das Mädchen mit seinem starren Blick
ohne jede Emotion. Die Welt scheint zu verschwimmen. Ich erhebe mich ruckartig. Was war in dem Drink drin? Ich schwanke, kann mich aber gerade noch auf die Toilette retten. Der Stahl blitzt im grellen Licht. Meine Finger klammern sich am Waschbecken fest. Diese verdammte Welt soll aufhören, sich zu drehen. Nachdem alles zum Stillstand gekommen ist, blicke ich hoch. In dem grellen Licht sieht mein Spiegelbild noch schlimmer aus, als es eigentlich schon ist. Mein Spiegelbild wackelt immer noch ein wenig. Oh, meine Güte, was soll das? Die Frauen um mich herum sehen mich argwöhnisch an, während sie den Raum verlassen. Ich will töten, flüstert das Mädchen. Ich blicke hoch. Gerade bin ich noch vor ihm geflohen. Doch da steht es. Aus dem Spiegel starren mich die leeren Augen an. Ich will alle Leute töten. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Die könnte zu laut gewesen sein. Sorry. In der Hand des Mädchens erkenne ich eine rostige Messerklinge. An ihr klebt verkrustetes Blut und zum ersten Mal erkenne ich eine emotionale Regung in ihrem Gesicht. Es lächelt. Es lächelt mich an und kommt durch den Spiegel immer näher, die Klinge immer mehr in die Höhe haltend. Ich reiße mich von dem grausamen Bild los und renne. Im Vorbeigehen renne ich zwei topgestylte Mädels um. Sie kreischen etwas, doch ich höre es nicht. Die Welt dreht sich immer noch, sie dreht sich immer schneller. Die Musik dröhnt in meinen Ohren, alles verschmilzt vor meinen Augen zu einem braunen Einheitsbrei mit einzelnen Farbtupfern. Doch gleichzeitig kann ich Leute erkennen. Aufgerissene Augen, Schreie sind zu hören. Doch höre ich sie nur in meinem Kopf? Oder sind sie real? Ich sehe das Mädchen mit der Klinge, renne weiter, doch ich scheine nicht voranzukommen. Blut fließt. Das Mädchen steht vor dem DJ und lächelt ihn unschuldig an, die Klinge hinter dem Rücken versteckt. Er beugt sich vor, denn es will ihm etwas sagen. Ich öffne meinen Mund, will ihn warnen. Licht mischt sich mit Schatten, eine immer schneller drehende Spirale, die Musik dröhnt weiter, die Menschen drehen sich mit, als würde alles und jeder von einem riesigen schwarzen Loch eingesogen. Dann wird es schwarz. Ich reiße die Augen auf und kneife sie sofort wieder zu. Das Licht blendet mich. Es ist weiß, orange, blau. Hände packen mich an den Armen, zerren mich in die Höhe. Blitze zucken vor meinen Lidern. Wo bin ich? Was ist passiert? Flackernd erkenne ich Umrisse. Jemand steht vor mir. Ich sehe doch nur seinen Schatten. Was ist passiert? Wo ist das Mädchen? Ich werde auf die Beine gezerrt. Ein metallischer Geschmack liegt in meinem Mund. Wie durch Watte höre ich jemanden zu mir sprechen. Eine Männerstimme, kräftig, bestimmend. Was redet er? Ich verstehe nichts. Verstanden? Mit einem Schlag bin ich hellwach und erkenne alles. Vor mir steht ein Polizist. Was ist los? Meine Stimme klingt zittrig, brüchig. Wo bin ich? Ich werfe den Kopf nach hinten und reiße die Augen entsetzt auf. Ein Massaker. Um mich herum liegen Leichen. Das Blut ist bereits geronnen. Ich erkenne die beiden Frauen von der Toilette. Da ist der Barkeeper, der das knutschende Hobby-Lesbenpärchen. Der DJ liegt mit aufgeschlitzter Kehle mittendrin. Er muss von irgendwo runtergerutscht sein. Seine Haltung ist unnatürlich verdreht. Überall ist Blut. Am Boden, auf den Leuten, auf ihrer Haut, auf der Kleidung. Auf meiner Kleidung. Ein Klicken holt mich in die Realität zurück. Meine Handgelenke schmerzen. Ein Klirren ist zu hören. Ich merke, wie mir jemand Handschellen anlegt. Was ist hier los? Schreie ich die Polizisten an. Was soll das? Doch niemand sagt etwas zu mir. Ich werde zu einem Auto geschleift, kann mich selbst kaum auf den Beinen halten. Wo ist das Mädchen? Verzweifelt werfe ich den Kopf hin und her und suche den ganzen Getümmel von Lebenden und Toten nach dem kleinen Mädchen mit der rostigen Klinge. Es hat sie getötet. Es hat sie alle getötet, wie es vorausgesagt hatte. Wo ist es? Und warum hat es mich verschont? Nein, sie bringen mich noch nicht weg. Wo ist das Mädchen? Es war das Mädchen. Es hat alle getötet. Warum bringen sie mich weg? Bin ich verletzt? Bringen sie mich in ein Krankenhaus? Ich drohe wieder, das Bewusstsein zu verlieren. Ich fühle mich schwach, ausgelaugt, tot. Nein, nein, liebe Schwärze. Fang mich noch nicht ein, ich will wissen, was los ist.
Ein grausames Bild bot sich den Polizeibeamten, als sie die Diskothek stürmten. Die Musik dröhnte noch immer, die Bässe ließen die Wände erbeben. Auf den ersten Blick war das Tanzlokal komplett leer, doch in der Lounge, lauerte das Grauen. Mindestens 50 Frauen und Männer lagen mit aufgeschlitzten Kehlen und zahllosen Schnitt- und Stichwunden am Boden, ihre Kleidung zerfetzt. Auf dem Ledersofa saß, wie auf einem Thron, eine junge Frau, umgeben von einer Schar toter Diener. Eine junge Frau, welche von Disco-Besuchern als eine der beliebtesten Barkeeperinnen bezeichnet wurde, hatte ihren Kopf auf die Schulter der Täterin gelegt, als wolle sie sich an sie kuscheln. Das Blut floss dickflüssig aus ihrem Hals, als die Beamten eintrafen. Der bekannte DJ aus den USA ruhte auf der linken Schulter der einzigen Überlebenden und dringend Tatverdächtigen. Seine Hände waren um sie geschlungen, wie ein Verliebter seine Freundin umarmen würde. Seine toten Augen fixierten einen Punkt fernab dieser Welt. Blut klebte überall an seinem Körper. Seine Brille war zerbrochen, die Lippen blutig. Auch auf den Lippen der Überlebenden klebte Blut, als hätte sie den Sterbenden kurz vor seinem Tod geküsst. Als sie von den Beamten hochgezogen wurde, fielen ihre beiden Diener vom Sofa und blieben verrenkt liegen. Die Überlebende weiß nicht, was passiert ist, behauptet sie. »Es war das Mädchen«, sagt sie immer wieder. Sie habe es gesehen. Es habe ihr gesagt, dass es alle Leute töten will. Es habe sie verfolgt, es habe die Waffe in der Hand gehabt. Eine rostige Klinge wurde in der rechten Hand der Überlebenden gefunden. Das Blut von unzähligen, nichtsahnenden Disco-Besuchern wird wohl daran kleben. Noch hat das Labor aber die Ergebnisse nicht geliefert. Und damit weiß man nicht, war sie es wirklich. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, Andromeda Tanks. Ich glaube, dir gehen gerade, du zitterst gerade super. Brauchst du aber nicht, brauchst nicht aufgeregt sein. Ich bin gerade gespannt, was die anderen sagen. Übrigens hat hier mittlerweile Nebel aufgezogen. Hier in den Bergen ist ganz komisches Wetter. Heute Morgen kam so ganz toller Dampfnebel-Schwaden aus dem Wald. Das war super cool. Scary Bruder sagt die Geschichte. Nice. Creepy König. Krasse Geschichte. Der Hammer. Onkel Brody. Daumen hoch. Mina Meer. Sehr gute Story. Kagakagi. Echt genial gemacht. Hallo Kagakagi. Ich habe dich heute noch gar nicht gelesen. Kitsuna. Tolle Geschichte. Und ja, ich weiß ja, normalerweise lese ich ja immer mehr Geschichten und auch Geschichten, die ich noch nicht gelesen habe. Ich musste heute nur erstmal mit Archie endlich das System zum Laufen kriegen, wie das jetzt mit den Geschichten in Zukunft ist. Hija sagt, geile Geschichte, habe ich jetzt gebraucht. Hallo Hija, schön dich zu sehen. Ich habe deine Hausschuhe an. Betty McBoss, ah, danke vielmals. Ja, siehst du, war gar nicht so schlimm. Und ich freue mich immer, wenn die Leute sich trauen und ja, was schreiben. Und auch weiter dazu angehalten werden, immer weiter zu schreiben. Das kann nur besser werden. Das sage ich immer wieder. Okay. Was haben wir noch? Die Geschichte wäre eine Fortsetzung wert, sagt Ashrias. Oh ja, unbedingt. Das wäre cool. Dann müssen wir nur gucken, wenn ich die im Stream vorlese, dann müssen wir, was bisher geschah, nochmal einblenden. Okay, echt gut geschrieben, sagt Bex und Agni sagt, genial. Creepy König sagt, hatte Archie neulich noch eine andere Creepypasta geschickt? Ja, alles nach und nach. Also, das System ist so gewesen, früher gab es dieses Google-Formular, das es jetzt immer noch gibt, deine-geschichte.katiwinter.de. Und dann können alle ihre Geschichten hinschicken, auch heute noch. Nur früher war das so, 1000 Menschen haben was geschrieben, und manche Nachrichten waren einfach weird. Also da war gar keine Geschichte drin, sondern da waren Fragen oder Angebote, aber auch nie eine Möglichkeit, irgendjemand zu kontaktieren. Dadurch habe ich nicht immer so pünktlich reingeguckt und die Geschichten, die ich vertont habe oder gelesen habe, habe ich auch nicht gelöscht. Und dann gab es irgendwann 30 Milliarden neue Geschichten und ich hatte gar keinen Überblick mehr. Und jetzt habe ich
tolle Menschen, die mir helfen, dabei Davians System reinzubringen, und heute war sozusagen Übergabe. Und ab jetzt ist es so, dass Achi und Muni die Geschichten vorher lesen und eventuell nochmal zum Korrigieren geben, wenn zum Beispiel sehr viel rechtschreibliche Fehler dabei sind oder so. Das ist oh mein Gott, was ist das? Dass es einfach einfacher ist für mich, dann zu lesen. Und dann kriege ich sie ausgedruckt und dann lese ich sie mir durch und mache die Bilder dafür. Diese kleinen zum Beispiel, die ihr hier immer seht, die mache ich dann immer fertig und dann geht es los mit dem Stream. Kagakagi sagt, ich sitze gerade im Auto und höre den Stream gespannt zu. Ich habe ganz vergessen, dass es live ist und ich meinen Senf dazu geben kann. Ja, stimmt. Ich habe zu wenig mit irgendwelchen Dingen geraschelt und geklappert. Da hast du es vergessen. Okay. Katis Disco Inferno. Ja, also ich muss es echt mal wieder machen, aber ich muss alles sortieren, was ich auf meinem Computer habe. Ich habe zum Beispiel 500 Türgeräusche und 50 Triaden Fußschritte. Und ich muss die mal alle sortieren, denn da steht Schritt 000001, Schritt 000002 und so weiter. Und die haben halt alle ein verschiedenes Tempo zum Beispiel und sind mit Echo oder sind in der Halle oder auf Schnee oder im Wasser. Und ich muss das halt immer alles irgendwann mal sortieren. Und so habe ich eigentlich auch immer Playlists gehabt für den Stream. Da wusste ich, wann was kommt, was gute Musik ist und dass es alles ein bisschen ruhig ist. Und ich hatte das früher einfach einmal eingestellt und dann stimmte auch die Lautstärke. Und jetzt streame ich das sozusagen immer und da gebe ich dann einen Begriff ein und dann kommt dazu die Musik. Aber sie kann mich auch mal überraschen. Ja. War das gerade Hausmusik? Music? Ich weiß nicht, was es war. Mal gucken. Ich vermute, es war das. Reality Check 5. Ja. Yeah. Reality Check 5. Okay, um Gottes Willen. Nein, sowas hören wir heute nicht. Wenn ich euch aber übrigens mal ganz tolle Musik empfehlen darf, Heilung habe ich auch erst vor kurzem für mich entdeckt und sehr angenehm zu hören. Was cool ist, sie haben einen, das ist so eine Band, die machen so, sie nennen sich selbst, dass sie Amplified History machen. Die nehmen so ganz alte Texte aus der dänischen Sprache und der deutschen und machen dazu so, ja, Urgeräusche. So. Klingt ein bisschen wie Wikingermusik, ist es aber nicht. Und da haben sie ein Lied, Hamra Hypja, und das ist so cool, weil sie da einen Zauberspruch aus den Merseburger Zaubersprüchen haben. Und das Coole ist, ich habe das Lied immer so mitgesungen und erst später gemerkt, das ist ja Deutsch und das ist Althochdeutsch und das hatte ich in der Prüfung. Oder Altniederdeutsch, ich weiß es nicht mehr. Das ist eines der, also das älteste Schriftstück in der deutschen Sprache und ich musste das lernen, weil ich es in der Prüfung dran hatte. Super cool, habe ich mich sehr gefreut. Heilung heißt die Band und das kann ich euch empfehlen. Sehr schöne Musik. Betelor sagt, die kenne ich, die war am Anfang gewöhnungsbedürftig. Ja, das stimmt, aber ich mag so aufgeregte Musik nicht. Mag so etwas ruhiger und meditativ. Und okay, Hamra Hypja ist jetzt nicht so ruhig, aber es ist sehr repetitiv, würde ich sagen. Lass es doch laufen. Nein, also das kann ich jetzt nicht hier spielen, da der Streamer noch auf YouTube geht. Irgendwann. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, es gibt gleich Essen, ich habe voll Hunger. Wir haben heute nur drei Geschichten, das hat verschiedene Gründe. Erstmal wollten wir heute ausprobieren, wie es funktioniert, wenn ich jetzt das sozusagen abgebe. Zweitens brauche ich im Moment sehr, 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 sehr viel Zeit für andere Arbeiten, beispielsweise den ganzen Release. Wir packen gerade so ein paar Päckchen und ich warte jetzt jeden Tag, dass ich auch ein paar Bücher geschickt bekomme. Und es gibt ein paar neue Trailer, die muss ich noch hochladen.
Ja, und nächste Woche kann ich euch gleich sagen, wenn das Wetter schön so schmuddelig ist, so richtig verregnet, neblig, stürmisch, dann nehmt euch die Zeit, wir machen mal ein bisschen länger. Nächste Woche Sonntag, da machen wir nämlich richtig schön Märchen, also nicht nur bis von 17 bis 19, sondern sagen wir mal 17 bis 20 oder 20, 30, je nachdem, wie lange ihr auch da seid und wie lange ihr Zeit habt. Ich würde dann gerne mal wieder so einen richtig schönen, entspannten, kuscheligen Märchenstream machen mit dicken Wollsocken, einer Kuscheldecke, einer russischen Schokolade und so einem sentimentalen Blick aus dem verregneten Fenster hinaus in die Welt, wenn ihr da Lust habt. Okay, Archiot, jetzt essen. Danke, ich mein Mann knurrt schon. Ja. Ich mag Metedor Max auch. Regnerisches Wetter, ich liebe das. Und auch so zum Beispiel, früher habe ich als Kind auch bei Gewitter gemocht. Jetzt mag ich Gewitter eigentlich nicht mehr so. Aber wenn es draußen regnet und stürmt, ist es drinnen einfach gemütlicher. Und ich freue mich auf die Zeit, wo man dann endlich wieder Weihnachtsbelichtung anmachen kann. Beleuchtung und Kerzen und alles so ein bisschen heimeliger wird. Ich liebe das einfach, wenn es dunkel ist und man diese wohlige Wärme drin hat und sich schützt vor der dunklen Welt da draußen. Und ja, diese Finsternis mit Märchen erhält, kleinen Geschenken und schönen Gedanken mit Plätzchen. Ah, ich bin so richtig in Weihnachtsstimmung wegen dem Glühwein. Okay, ihr wisst, was ich meine. Hija hat schon wieder keine Zeit. Ach, Hija, aber ich lade den hoch auf YouTube. Ich muss nur endlich mal die alten Streams auch hochladen. Vielleicht lade ich jetzt jeden Tag auf YouTube einen Stream hoch, dass wir das dann rechtzeitig hinkriegen. Moni sagt, Herbst ist meine liebste Jahreszeit. Ich mag Herbst auch total. Ich mag nur den Frühling nicht. Alle anderen Jahreszeiten sind okay. Okay. Gut, also, wenn das Wetter so schön depressiv ist, dann nehmt euch die Zeit, dann macht mal ein bisschen länger und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dann nächste Woche wieder dabei seid. Und vergesst nicht, Freitag ist die Release-Party. Vielleicht beginnt der Release, also die Release-Party schon ein bisschen früher. Ich habe überlegt, ob wir um 19 Uhr schon den Stream starten und noch eine Stunde gemeinsam Voyeur hören, wenn ihr Lust drauf habt. Und dann um 20 Uhr mit Koma und Release anfangen, Koma und Voyeur anfangen, das wäre ziemlich cool, glaube ich, würde ich sagen. Oder? Habt ihr da Lust drauf? Am 7.9. Genau, danke Moni nochmal. Wer es noch nicht getan hat, es ist super, 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 super wichtig für das Ranking in irgendwelchen Buchrankings, wie oft das Buch vorbestellt wurde. Wenn ihr vorhabt, Koma zu lesen, bestellt es euch direkt vor. Bis Freitag könnt ihr noch, ab Freitag könnt ihr es direkt kaufen. Und der Verlag schickt ihr natürlich dann auch sofort los. Wer es als E-Book hat, kann es dann natürlich sofort lesen, aber als Buch ist es immer schöner. Wer das signiert haben möchte, muss das beim Vorverkauf mit angeben. Dann bekommt ihr das signiert, von mir nach Hause geschickt. Das ist auch eine feine Sache. Okay. Kitsuna sagt, das wäre echt cool, dann habe ich mehr vom Stream, bevor ich zur Arbeit muss. Okay, dann machen wir den früher. Dann fangen wir einfach früher an am Freitag. Dann können wir noch ein bisschen Voyeur hören. Und ich weiß noch nicht, entweder ich lasse es laufen und mute mich oder ich kommentiere das nebenbei ein bisschen. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich lasse es einfach laufen. okay. Lani. Lani, hallo! Gut, dann, wie gesagt, nächste Woche Freitag, Koma und Voyeur. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen herbstlichen Ausklang für heute und morgen einen ganz tollen Start in die Woche. Denkt immer dran, wenn man positiv in den Tag startet, wird der ganze Tag viel angenehmer. Okay, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und danke, dass ihr so lange, also dass wir heute wieder Gesellschaft geleistet habt und dann hören wir uns live am Freitag. Und jetzt wünsche ich euch übrigens noch viel Spaß mit Endtime. Am Mittwoch kommt der nächste Teil von Endtime. Bis dahin, viel Spaß!